Es gibt Männer und Frauen jedes Alters, die haben einen Extremcharakter. Ihre Charaktereigenschaften lassen es nur zu, sich ihnen anzupassen und nicht, dass sie sich auch mal dem anderen Person auch anpassen. Sie können sich nicht in ihren Willen zurücknehmen. Sie können nicht sich zurücknehmen in ihren Verhaltensweise und sie können nicht auf andere eingehen, wie es erforderlich wäre. Eigentlich sind es geborene Vollegoisten mit keinen Sinn für andere Mitmenschen. Ihr Mitgefühl kann man nicht sehen oder spüren. Sie sind manchmal auch sehr brutal in ihrer Lebensweise und in ihrem Verhalten, fast schon sadistisch. Sie haben kein Mitgefühl, denn sie interessiert es nicht, wenn andere Personen unter ihrem Verhalten leiden oder einen Schaden erleiden. Ein Miteinander ist mit diesen Personen nicht möglich. Sie kämpfen mit anderen Menschen immer zu, um sie zu beherrschen und zu unterwerfen. Sie wollen sich auch immer zu durchsetzen und bestimmen. Sie sind gefährlich und ihre Mittel, sich durchzusetzen, sind nicht gerade zimperlich. Sie verbreiten auch gerne mal Angst und sie lügen sehr gerne. Sie nehmen sich, was sie wollen und fragen nicht, ob sie es haben dürfen oder ob sie das machen dürfen. Ein sehr schlechter Charakterzug, wie ich finde. Sie haben es gerne, wenn andere Personen vor ihnen Furcht haben und vor ihnen Angst haben, denn das macht es ihnen leichter, über diese Person zu bestimmen und sich bei ihnen durchzusetzen. Diese Frauen und Männer mit dem extremen Charakter, die auch sehr herrisch sein können, sie haben einen extremen Charakter, haben extreme Charakterzüge, die es anderen Personen schwierig macht, ihnen sich zu nähern. Und man mag sie entweder oder man lehnt sie komplett ab. Diese extremen Charaktere sind viele Menschen zu dominant oder zu egozentrisch. Sie bemühen sich aber auch nicht, mit einer Person im Einklang und in Harmonie zu leben, und sie wollen es anderen Mitmenschen auch nicht recht machen. Man könnte meinen, sie wollen nicht mit einer Person auskommen.